Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossen von CDU und SPD, das, was in Leipzig passiert, ist seit 30 Jahren Versagen vom Feinsten. Sie aber lassen sich für Ihre Vorgehensweise teilweise noch loben. Nein, hier gibt es nichts zu loben. Sie haben hilflos der Entwicklung der letzten Jahre zugeschaut. Wieso muss sich die Polizei erst mit Pflastersteinen bewerfen lassen, bevor sie eingreifen kann? Das einfach nur noch Verständnislosigkeit, entschuldigen Sie, der Bürger versteht es auch nicht mehr. Beamte fühlen sich völlig hilflos. Was sie an Hass und Gewalt durch die Demonstranten erdulden müssen, ist einfach nur noch unmenschlich. Und nun zu Ihnen, liebe Linke, und ganz im Speziellen Frau Nagel. Die schärfste Antreiberin durfte natürlich wieder einmal nicht fehlen. Da hilft auch nicht der Schaffell, den Sie sich nachträglich angezogen haben. Ich zitiere Twitter, Frau Nagel: Kann mir mal jemand erklären, warum LE2501 so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was das mit den inhaltlichen Zielen, die ich durchaus teile, zu tun hat. Zitat Ende. Ich helfe Ihnen weiter, Frau Nagel, ich erkläre Ihnen das. Sie, dass Sie das nicht hören wollen, ist mir vollkommen klar, Frau Nagel. Sie sind die geistige Brandstifterin des linksextremen Mobs, der seit Jahren durch Leipzig zieht. Sie, Frau Nagel, sorgen für das Implodieren der Gesellschaft und heizen die Linksextremisten an, die sich gegen alles empören, was nicht in deren beschränktes Weltbild passt. Sie, Frau Nagel, sind die Rattenfängerin, die gleichzeitig parlamentarischer Arm der linksradikalen Minderheit, die von polizeifreien Räumen in Leipzig träumt. Sie, Frau Nagel, befördern Hass und Hetze mit dem Ziel einer sozialistischen Parallelgesellschaft in Leipzig. Und für die Umsetzung sorgt planmäßig auch Ihr Lebensgefährte, Frau Nagel. Ihre inhaltlichen Ziele sind nichts anderes als die Abschaffung der staatlichen Ordnung. Sie streuen die geistige Saat, die auf den Demonstrationen der kriminellen Linksextremisten regelmäßig aufgeht. Beispiele gefällig, aber gern. Zitat Twitter Silvester, Frau Nagel: Cops raus aus Connewitz, ekelhafte Polizeigewalt. Zitat Ende. Die Ziele der Indymedia-Demo, die Sie durchaus inhaltlich teilen, Zitat Motto der Demo: Wir sind alle links unten, Pressefreiheit verteidigen, den autoritären Staat angreifen. Zitat Ende. Ihr Ziel wurde doch erreicht, Frau Nagel. Es wurden doch schließlich schon mal 13 Beamte verletzt. Was gibt es denn daran nicht zu verstehen? Was verstehen Sie denn nicht daran? Das war doch Ihr Ziel, den Staat anzugreifen. Auf der Demo-Kundgebung haben Ihre Genossen gefordert, Zitat der Demo-Teilnehmer, Medienhäuser wie die LVZ, Süddeutsche und den Fokus müssen zerschlagen werden. Zitat Ende. Die RAF lässt grüßen, die Parallelen sind erkennbar, Frau Nagel. Gut, diesmal hat es nur für Schaufenster von Konsum und einer Haltestelle gereicht. Ein paar Autoscheiben wurden auch zerschlagen, waren sicherlich Mitarbeiter der LVZ. Die standen halt der Pressefreiheit einfach nur im Wege. Später riefen die linken Chaoten, Zitat Demo-Teilnehmer, nie wieder Deutschland, Bullen, Schweine, raus aus unserem Viertel. Zitat Ende. Ich weiß nicht, was Sie hieran nicht verstehen, Frau Nagel. Das Übliche eben, was man so ruft auf einer Demo der Linken, besonders original, fanden wir natürlich die Rufe, Zitat Demo-Teilnehmer, Ohr ab, Ohr ab. Zitat Ende. Gegenüber den Polizeibeamten, das war sicher auch nur Spaß, Frau Nagel. Das meinen Sie ja gar nicht so, das meinen Sie ja gar nicht ernst, das ist eben so unter Linken, das sagt man halt so. So wie auch Silvester 2019/20 einfach nur Spaß war, meine Damen und Herren. Am Ende der Demo grölte die Antifa, Zitat Demo-Teilnehmer, deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten. Ende des Zitats. Was um Himmels Willen, Frau Nagel, gibt es hieran noch zu verstehen oder nicht zu verstehen? Begeben Sie sich ins Gefängnis, gehen Sie nicht über das Parlament, ziehen Sie keine weiteren Diäten ein. Vielen Dank.